Grüß Gott, ich will mein Fun-Lovers-Video machen, damit ich es noch rauskriege. Ja, fangen wir auch gleich an, weil ich glaube, das Video wird ein bisschen kurz werden, weil ich kaum Zeit hatte für Serien, Filme oder YouTube. Ich habe diesen Monat kaum was geschaut und wenn ich Serien geschaut habe, war es Conan und Inuyasha, aber sonst eigentlich kaum. Ich weiß nicht schon wieder, wo die Sex in the City hintan haben, weil es ist am Freitag war nichts und keine Ahnung, wo es jetzt schon wieder ist. Hab eine SMS bekommen. Ja. Und deswegen Serien, Filme und YouTube habe ich kaum Zeit gehabt. Auch für Videos schauen habe ich leider keine Zeit gehabt. Filme habe ich auch leider keine Zeit gehabt, weil also mein Freund und ich waren meistens immer unterwegs. Musik. Da habe ich leider immer Zeit dafür. Meine Lieblingssongs waren wieder James Arthur, ich glaube, so spricht man den aus, mit Impossible. Dann Roar von Katy Perry. Und von Lady Gaga Applaus. Das sind so die drei Songs, die ich rauf und runter, oh Gott, rauf und runter gehört habe diesen Monat. Meine Güte. Ja. Games technisch, also deswegen habe ich auch kaum Zeit gehabt, Videos zu schauen, weil ich meistens dann Resident Evil 6 gezockt habe mit meinem Bruder zusammen. Wir sollten auch weiterspielen, weil wir hängen nämlich fest bei Chris und Pierce in der Kampagne. Da war ich sogar ganz stolz auf mich, weil mein Bruder hat den einen Teil nicht geschafft, mit dem Raufklettern, glaube ich, wo der Chris auf der Brücke lang spazieren muss und der Pierce schießt alles weg, was im Weg steht. Und das hat mein Bruder nicht geschafft, da ohne zu sterben irgendwo weiterzugehen. Und da war ich sehr stolz auf mich, dass ich den Controller weggenommen habe und ich das geschafft habe, im Gegensatz zu ihm. Da war ich sehr, sehr stolz auf mich. Ja, wenn Schadenfreude illegal wäre. Also Resident Evil war sehr, sehr, sehr cool. Ich freue mich auch schon irgendwie auf den Part von Ada, obwohl das ein bisschen gruselig sein wird wegen dem Fuzzi mit der Motorsäge. Aber okay. Fashionmäßig habe ich eigentlich nur meine Hausschuhe heiß geliebt. Und zwar waren das diese hier. Das sind solche richtigen Winterhausschuhe mit so einer Masche drauf. Und mir gefällt das Muster auch davon. Fragt mich nicht, woher ich die habe. Ich habe keine Ahnung, woher die sind. Es könnte sein, dass sie mal vom New Yorker oder so waren. Aber ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wo ich die her habe. Aber ich habe das geliebt, so mit die Schuhe und dann mit dem Tee und ach ja, richtig herbstliche. Ja. Dann kommt das Essen und da rutsche ich wieder ein bisschen auf die Seite, weil ihr seht jetzt wieder mal die Chicken Pizza. Ja, ich weiß, Drama. Aber ich liebe diese Pizza immer noch. Und ich habe sie noch nicht gegessen. Normalerweise esse ich sie immer Anfang des neuen Monats. Aber wir haben heute den dritten und ich habe sie noch nicht gegessen. Schauen wir mal, wie lange es diesen Monat braucht. Dann auch habe ich meine Marzipan-Schoko gefuttert, bis zum Umfallen. Die war sowas von lecker, die sollte ich mir jetzt endlich mal wieder kaufen. Das war eine mit Orange auch drin und die war so lecker. Die gab es früher mal beim Interspar, glaube ich. Und ich habe sie dann beim Müller gesehen und habe sie mir gleich gekauft. Ja, und eine Sucht war auch noch mein Schokodonut, den seht ihr auch hier. Den habe ich sehr, sehr oft gegessen, bis ich ihn dann nicht mehr sehen konnte. Aber der war richtig, richtig lecker. Das war so innen, dieser Donut war so richtig weich und die Schoko. Oh, ich darf gar nicht dran denken. Kriege ich gleich wieder Bock auf den. Aber ich glaube, ja, das Geschäft hat schon zu. So, trinken habe ich wieder Coffee Shop Company, meinen Butternut Coffee getrunken. Den seht ihr wieder hier. Und Tee, da blende ich euch eine Menge Tee ein jetzt. Ja, bei Sonstiges, da rutsche ich jetzt wieder in die. Nein, Blödsinn, Blödsinn, rutschen wir nochmal weg. Sonstiges ist auf jeden Fall. Ne, ich rutsche doch in die Mitte. Ich blende das dann euch komplett ins Bild ein, damit ihr mich nicht mehr sehen müsst. Warte jetzt. Die Comics-Messe mit der Min, also seht ihr das jetzt gerade hier? War richtig, richtig, richtig voll, wie ihr auch in dem Video gesehen habt. Und es war aber richtig lustig. Meine Cousine und ich, glaube ich, waren dann danach sogar essen. Ja, im Strandcafé waren wir dann essen. Und ja, das war richtig, richtig lecker. Das habt ihr in dem Video ja eh auch gesehen. Dann das Treffen mit der lieben Vivi, was ihr auch in dem Vlog-Video gesehen habt. Vivi ist eine Zuckerschnecke. Eine riesen, riesengroße Zuckerschnecke.
Und wir haben sich auch jetzt ausgemacht, dass wir sich jetzt öfter sehen, weil ihr habt ja das gesehen in die zwei Videos. Also den Haul habe ich mit ihr zusammen gemacht und ein bisschen was vom Schluss noch von dem Follow Me Around. Ja, wir sind sehr lustig unterwegs, wir zwei immer. Also schöne Grüße an dich, meine Schnecke. Dann noch ein Favorit, mein Neffe ist da. Ja, er ist jetzt am 19. Oktober ist auf die Welt gekommen. Und der ist sowas von süß, na wirklich. Ach Gott, ich habe ihn jetzt schon eine Weile nicht mehr gesehen, weil ich keine Zeit hatte. Aber er ist sowas von niedlich. Oh. Ja, ein Wahnsinn. Tobias heißt der kleine Zwerg. Ja, dann blende ich euch noch was ein und zwar Super Mario. Ja, ich habe alle. Bis auf Donkey Kong, den habe ich mir nicht mehr gekauft, weil den wollte ich dann irgendwie nicht haben. Ich fand Donkey Kong hat da irgendwie gar nicht dazu passt, aber was soll's. Und als letzten Favorit, da kann ich euch leider nur Bilder einblenden, weil ich habe vollkommen vergessen, da an dem Tag zu filmen, weil ich da nicht im Stress war, aber ich habe da auch Pizza gemacht und so und deswegen habe ich dann total vergessen, drauf zu filmen. Aber ich blende euch da mal ein paar Bilder ein davon, von meinem Kostüm und von mir und von meiner Cousine und von meiner Freundin und dann wie viele Leute da waren. Da kann ich euch ein paar Bilder einblenden von mir aus. Es war wirklich, wirklich cool. Also das war das beste Halloween. Letztes Jahr war nämlich so ein Flop-Halloween, wirklich. Das war sowas von öde, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, weil da auch keine Leute kommen sind. Und diesmal waren es nur 6 Leute und trotzdem der Urspaß. Also ich bin begeistert gewesen von dem Halloween dieses Jahr. War richtig witzig, weil ich auch gekocht habe und alles dekoriert habe, so schön. Ihr habt es auf den Fotos gesehen und ja, ich bin sehr, sehr, sehr begeistert von Halloween gewesen. Also es war wirklich, wirklich witzig. Ja, ich hoffe, nächstes Jahr wird wieder so gut. Ja, und das letzte Favorit, der Herbst. Aber ich glaube, das ist eh kein neues mehr. Also ich meine, ich trage jetzt nicht so Herbstfarben zurzeit, weil ich bin eher so in den Nude-Lippenstift-Trip. Aber normalerweise würde ich schon so lila Lippen und so tragen. Aber in letzter Zeit, ich weiß es nicht, was los ist. Ich bin im Nude-Wahn, keine Ahnung warum. Aber ja, ich hoffe, ihr verzeiht es. Ich meine, das ist ja auch mein Problem, aber naja. Na, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe es wirklich sehr. Und es kommt dann noch ein vorgedrehtes Video, mein Magen knurrt. Also bis dann, tschüss!